Auf Wertacher Hörnle und Zugspitze steht eine, auf den Sonnenköpfen und eine auf dem Boldengrat. Ja, richtig gesehen, auf insgesamt 7 bayerischen Alpengipfeln thront momentan die griechische Flagge. Und diese beiden Jungs haben sie aufgestellt, Julian Knischek und Roland Haug, 2 Allgäuer Studenten. Aber warum? Es sind eine Wiedergutmachung an die Griechen. Denn die beiden haben richtig Mist gebaut. Letztes Jahr ging's mit Freunden nach Korfu, Abifahrt. Jeder weiß, wie das läuft. Feiern, rumblödeln, Alkohol. Und so hatten die beiden auf der alten Festung eine, wie sie meinten, geniale Idee. Wir haben einfach die Fahne gesehen und ja, haben gemeint, ja, es wäre eine super Sache, so eine Griechenland-Fahne mit nach Deutschland zu nehmen, als Souvenir. Gesagt, getan. Doch plötzlich war alles gar nicht mehr so lustig. Die griechische Polizei verhaftete die beiden, als wären sie Schwerverbrecher. Dann kamen sie mit 3 Polizeiautos, so ein halbes SEK-Team mit kugelsicheren Wäschen, Maschinenpistolen, Handschellen haben wir bekommen, alles. Also volles Programm. So ging's zum Richter und der urteilte 8 Monate Haft, ausgesetzt zu 3 Jahren Bewährung, wegen Verunglimpfung von Staatssymbolen. Zurück im Allgäu, dann ihre Art, sich zu entschuldigen. Natürlich musste wieder die griechische Flagge herhalten. Ich denke, jeder hat mal in seiner Jugend einen Blödsinn gemacht. Bei mir war es jetzt ein relativ großer Blödsinn, aber ja, aus Fehlern lernt man. Und lernt sie sogar zu nutzen. Die beiden veröffentlichen bald ein Buch über ihre nicht wirklich gelungene Burgbesteigung. Aber um Griechenland machen sie erstmal einen großen Bogen.